Wisst ihr was? In letzter Zeit denke ich wieder oft an meinen Papa. Das liegt vor allem auch daran, dass neulich Coco und ich Auto gefahren sind. Und wir haben halt Lieder gehört, die uns an unsere Eltern so erinnern. Einfach als Thema. Und dann habe ich Neil Young angemacht. Und dann habe ich sehr doll an meinen Papa gedacht. Und dann ist da noch dieser Punkt, und das ist schon etwas Privates, was ich euch erzähle. Aber ich habe ja im Moment auch viel damit zu tun, dass ich ja mich selber in einer Art Autoritäts- und ja auch reinwachsen in eine Art Vaterrolle wiederfinde. Vor allem, wenn wir jetzt halt jetzt zusammenziehen wollen. Und keine Angst, ich bin damit völlig fein. Es ist ein sehr, sehr schönes Gefühl und es macht was heißt Spaß. Es ist alles immer sehr, sehr schön. Ich habe da keine Angst vor. Das Interessante ist, dass ich mich selber ganz hart wiedererkenne, wie ich bin, wenn ich halt als Vaterfigur auftrete, als Autoritätsperson, wie auch immer man das jetzt nennen möchte, zu diesem Zeitpunkt, wie krass ich wie mein Vater bin. Und das ist schon gruselig, wie sehr ich meinen Vater in mir selbst wiedererkenne und wie viel er mir dann doch mitgegeben hat. Das ist schon krass. Und das, was ihr immer in den Streams und sowas gesagt habt, ne? Das von wegen, ich wäre ein guter Papa. Ich glaube das mittlerweile selber auch. Kimma! Da wo? Und die unendlichen Weiten Niedersachsens. Diesmal mache ich es nicht falsch. Wir sind selbstverständlich in Niedersachsen. Aber ich habe natürlich das letzte Mal Schleswig-Holstein gezeigt. Ne? Da hinten ist ja Schleswig-Holstein. Oh, er geht planschen. Nein, geht er nicht. Doch, er ist nass. Ist das Stinkewasser? Stinkst du jetzt? Stinkst du jetzt? Ja. Such die Maus. Was macht er da? Er macht das fertig, damit er da weiter buddeln kann. Ach so, das ist ja. Blauer Hund. Ja. Und buddeln. Das kann er ja nicht. Das war's? Das war's? Ah. Ja, eine Maus? Du bist ein Süßer, ey. Ja, okay, mal ganz kurz geguckt. Was ist da jetzt, hä? Was buddelt der da? Na, willst du auch noch mal baden? Ich meine, es ist jetzt hier kein großer, krasser Teich, ne? Süße Maus. Oh, du hattest ein geiles Wochenende, ne? Gestern hatte ich mein Handy nicht mit, da waren wir richtig schön Gassi. Die war dreckig. Ich hätte euch das gerne gezeigt. Die war so dreckig gestern. Oh, oh. Plansch, plansch. Ich finde das ja immer ganz interessant. So sehen in einem Golfclub die Toiletten aus. Und so die Umkleiden. Schon fancy, ne? Schön gepolstert. Ich muss aber sagen, hier riecht es extrem gut drin. Also fällt sehr, 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 sehr positiv auf. Sehr angenehmer Geruch und das hat man auf Toiletten selten. Das ist der Grund, warum das hier so gut riecht. Die Dinger sind der Hammer. So, meine Lieben, ich bin auf dem Weg zum Einkaufen. Ich treffe mich da mit Mirko und wir wollen heute einen Bud Spencer-Abend machen. Das heißt, einfach mal ein bisschen Filme gucken. Einfach mal quatschen, gut Bohnen mit Speck essen aus der Pfanne natürlich. Und das brauche ich. Ich brauche auch, morgen kommt Coco mit den Kindern. Ich brauche die 2 Tage Entspannung, denn ich habe viel gestreamt. Es waren sehr aufreibende Tage. Und vor allem brauche ich die Entspannung vor dem Subathon. Denn morgen, der Samstag um 14 Uhr geht's los. Da wird dann vielleicht wieder 1,5 Wochen, 1 Woche, paar Tage, hängt vom Support ab. Durchgestreamt. So süß. Sie übt schon das Vloggen mit ihrem Tamagotchi.
Juhu! Ich bin gerade im Sabbathorn. Ich habe mir gerade richtig lecker Hähnchensteaks geholt. Und Versorgung, Energy und ganz viel Gemüse. Eine Cola fürs Essen, Koffein. Und leider Basmati-Reis, weil mein Reishunger Basmati-Reis alles. Aber das Problem werden wir gleich fixen. Wir werden gleich live im Stream neuen Reis kaufen. Alter, ich bin gerade an so einem. Ich gehe jetzt hier gerade spazieren. Ich bin ja noch im Sabbathorn, ich gebe mir gerade frische Luft. Neben mir ist mir gerade ein Elektroauto vorbeigefahren. Ich habe mich erschrocken. Ich habe das nicht gehört. Die sind so leise, ne? Ich glaube, der hatte diesen Modus, der ist halt gerade erst losgefahren. Und die haben ja irgendwie ein Feature, dass sie bis so und so viel km/h Geräusche machen müssen. Damit halt die Leute die wahrnehmen im Straßenverkehr. Irgendwie war das bei dem noch nicht an. Der ist einfach so still und leise an mir vorbei. Ich so, wow, da ist ein Auto. Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Willkommen hier im Vlog. Ich habe Stand jetzt keine Ahnung, ob ich in letzter Zeit was gefilmt habe oder nicht. Ich bin seit einer Woche im Sabbathon. Ich wollte nur einmal ganz kurz auf diesem Kanal noch einmal darauf hinweisen, dass am 4. März die Geburtstagsparty stattfindet. Und ganz, ganz viele haben sich schon angemeldet, ganz, ganz viele haben schon ihre Pläne gemacht. Nicht, dass das irgendeiner vergisst. Denkt bitte dran, am 4. März ist die Party. Und es wird dazu jetzt nochmal die letzten Informationen nochmal auf dem Discord geben oder im nächsten Vlog wird jetzt nicht erst in anderthalb Wochen kommen. Der nächste Vlog kommt irgendwann jetzt Mitte der Woche, wo ich auch mal wieder ein bisschen mit euch rede. In letzter Zeit habe ich halt nichts gemacht oder gefilmt, weil ich halt hier im Sabbathon war. Ganz, ganz wichtig, nur noch einmal die Info. Am 4. März die Party. Ich hoffe, ihr wisst Bescheid. Falls ihr dazu Fragen habt, kommt auf mich zu, schreibt andere auf dem Discord an, kommt in den Stream und fragt nach. Hauptsache die Leute, die Bock haben auf die Geburtstagsparty am 4. März, die Community ist eingeladen, dass das niemand von euch verpasst. Das wollte ich nur noch einmal kurz losgetreten haben. Ich werde jetzt heute den Sabbathon gleich zu Ende bringen. Wie gesagt, nicht wundern, das hier ist nur ein ganz kurzer Vlog für zwischendurch. Der richtige Vlog kommt jetzt nach dem Sabbathon die Tage. Ne, nicht, dass ihr denkt, was ist das denn hier für ein... Das ist kein Vlog-Ersatz, das ist nur noch einmal kurz ein Hinweis am 4. März, die Geburtstagsparty. Ja, ich bin gerade im Sabbathon. Wir sind jetzt schon über eine Woche am Stream. Es sieht so aus, als wird der heute zu Ende gehen. Ich guck mal genau, was passiert. Bisschen doof ist, ja, ich habe jetzt Coco schon lange nicht mehr gesehen. Ich vermisse die ganz doll. Ich vermisse die ganze Familie total toll, total doll. Und ja, es gibt aus meiner Sicht einiges, ja, was heißt, zu erzählen euch. Schöne Dinge, positive Dinge. Die, also so gefühlsmäßig. Und das erzähle ich euch im nächsten Vlog ein bisschen genauer. So, peace. Wir sehen uns.